Herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Technik-Let's Play. Ich war jetzt zwischen dieser und der letzten Folge nicht meinen. Ich habe nur das Haus noch ein paar Mal erhöht, habe da hinten eine Baumfarm aufgestellt, eine kleine. Und werden diese und nächste Folge oder die nächsten paar Folgen einige Sachen machen, werden das Haus erweitern. Ich werde schauen, dass ich irgendwo Sand herbekomme. Natürlich werden wir meinen gehen. Und wir werden vielleicht mit Mistkraft anfangen und Industrialkraft. Also, bis gleich. So, ein wenig Sand hätten wir dann. Jetzt wird's ab in die Mine gehen. Dann schauen wir mal, wo hier ein geeigneter Platz ist. Persönlich würde ich ja gerne da hinten hingehen. Schaut es auch nicht so schlecht aus. Ich habe jetzt auch die Brightness hochgedreht, da das erste Video relativ dunkel von YouTube gesendet wurde, dem ich eigentlich nicht gerechnet habe. Aber ich hoffe mal, dass sich das jetzt ein bisschen gebessert hat. Wir werden sehen. Also ich werde jetzt mal runtergehen auf Diamantenhöhe und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier hätten wir auch schon die ersten Mod Ores. Mal schauen, was das ist. Ah, Zinn. Sehr schön. Da können wir ja gleich uns ein paar Eimer basteln. Und wir sehen uns gleich wieder. Und hier hätten wir auch schon unser erstes Eisen. Oh, gar nicht so wenig, wie ich gedacht hatte. Aber soweit ich weiß, wurden ja in den letzten Versionen immer wieder an den... Wie heißt es, an den... an der World Generation gearbeitet. So. Also, bis gleich. So, hier wären wir schon in der ersten Höhle. Natürlich wieder Kohle ohne Ende. Und das da sieht aus wie Kupfer. Und es ist Kupfer, sehr schön. Ah, genau, das da oben ist Uran. Ich werde dann später noch eine Eisenspitzaxt machen. Dann werden wir das abbauen. Aber jetzt werden wir erstmal schauen, wo es hier hingeht. Was das ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir werden es gleich sehen. So, jetzt ins Wasser hineingefallen. Bauxit, okay. Wie gesagt, ich spare das später alles ab. Aber wie es jetzt hier aussieht, sind wir schon am Ende angelangt. Schade eigentlich. Also, bis gleich. Und gleich noch ein Mod Erz. Das ist, denke ich, Apatit. Richtig. Das werden wir später dann für die Farmen brauchen. Aber wie gesagt, später. So, ich habe uns hier mal eine kleine Basis angerichtet. Und hier unten werden wir jetzt eine Mine starten. Die meisten werden es vielleicht kennen. Ich glaube, es nennt sich Strip oder Bunch Mining. In meinen Augen wahrscheinlich eine der effektivsten Mining-Methoden. Da man, wenn man hier jetzt reingeht, diesen Block und die zwei Blöcke, sowie auch den hier unten, also 6 Blöcke insgesamt, auf einmal abdeckt, ja. Und wir werden dann hier auch eine starten. Und dann da drüber wahrscheinlich. Und unterhalb auch. So. So, wir können jetzt so ziemlich alles abdecken, was hier irgendwie anfällt, ja. Also, ich werde jetzt mal da ein bisschen reinbohren. Und wir sehen uns dann gleich wieder.
Und hier hätten wir auch schon eines der wichtigsten Ressourcen, die wir im Zusammenhang mit Mods brauchen, nämlich Redstone. So, und jetzt nach einigen Blöcken, wie man da hinten sieht, bin ich wieder auf eine kleine Mine gestoßen, beziehungsweise eine Mine, sage ich, einen kleinen Tunnel. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Zinn, Feuer, Redstone. Und hier ist Lava, sehr schön. Und wieder Zinn. Dann, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder was Interessantes finde. So, da wir für unseren nächsten Bauvorgang Rubber, also Gummi, brauchen, werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach dem machen. Ich hoffe, ich glaube, ich habe irgendwo in der Nähe schon einen Dschungel gesehen. Das hinten schaut nicht schlecht aus. Wir finden da welches. Also, bis gleich. So, leider bin ich jetzt schon durch einige Wälder geschritten, habe aber noch keine Gummibäume gefunden. Aber dafür das hier. Das nicht mal geil aussieht. Gefällt mir richtig gut, also. Ja. Ich bin jetzt schon einige Minuten wieder unterwegs. Hab leider keine Rubberbäume bis jetzt gefunden, aber dafür das ist doch hier. Oh, Hyperis. Das zum Bienenhalten dann gebracht wird. Ja, ganz schön groß. Vielleicht werden wir hier später nochmal vorbeischauen. Oh, sehr schön, Tabletten. Oh. Werden wir doch gleich mal mitnehmen. Wenn früher oder später werden wir sie sowieso brauchen. Das Kartoffeln rein, ja. Nicht. Und wieder im Bienenhaus. Ah, das werden wir uns später holen. Vielleicht Kartoffeln? Nein, leider. Schauen wir noch kurz im Bienenhaus. Okay, bis gleich. So, nach sehr, sehr langen Suchen haben wir hier endlich Rubber Trees, die man sieht oder auch nicht. Ah, hier. Na komm. Sticky Resin, aus dem man dann, wie gesagt, Gummi machen kann. Und mit dem gemeinsam und Kupfer wir dann endlich Kabel machen können. Somit dann auch Batterien und Maschinen. Natürlich werde ich die nachher noch abholzen, damit wir hoffentlich ein paar Siblings bekommen, die wir dann bei uns zu Hause anpflanzen können. Aber wirklich viele sind ja hier auch nicht. Also, dann halte ich die Folge ab und wir sehen uns dann zu Hause wieder. So, und zum Glück sind wir wieder da. Werden wir gleich mal da runterhüpfen. Denn können wir endlich beginnen, eine Maschine aufzubauen. In diesem Fall ein Generator. So, schaut's da aus, sehr schön. 11. Wir werden diesen Ofen jetzt erst einmal zu einem Eisofen machen, denn die sind effizienter. Der kann, glaube ich, 10 Dinge schmelzen mit einem Kohle. So, hier 11. Die Rubberwood behalten wir uns jetzt drauf.
können wir später dann noch verarbeiten. Wie man sieht, 11 Setzlinge. Die werde ich dann gleich oben anpflanzen. Wir werden jetzt mal schauen. Und Kupfer. Schaut so aus, 8. Eisen. Kupfer. Sind sehr schön. Und zwar wenn für den Generator. Nein. Richtig. Zellen brauchen. Da wir gleich einen Geothermal-Generator machen werden, brauchen wir 2 Zellen, Glas und Refined Iron. Okay. Dann lasse ich gleich 2 Zellen hier. Mach noch ein paar nach. So, wie war das jetzt? Okay. Einmal noch. Und wie der Name Geothermal-Generator sagt, funktioniert dieser mit Wärme bzw. mit Erdwärme, und dazu braucht man logischerweise Lava. Und wer sich erinnert, vor ein paar Minuten haben wir da vorne ja einen Lavasee gefunden, bzw. ein See ist es ja nicht wirklich, aber eine Lavaansammlung. Die werden wir jetzt da einfach mal abschöpfen. Oder aufpassen, dass wir nicht reinfallen. Das wäre sehr ungut. Sehr schön. Oh, da ist gleich noch einer. Sehr schön. So, und da hätten wir schon 22 Lavazellen. Gut. So, jetzt erstmal reichen. So, wo geht's jetzt hier raus? So. Also wieder rüber. Dann hoffen, dass das Gummi schon fertig ist. Wobei ich schon denke. Zumindest ein paar. Sehr schön. Hat jetzt mehr gebraucht. Ich habe jetzt nicht geschaut, was ich reingetan habe. Dann brauchen wir Kupfer. Kupfer, Kupfer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und wir haben unsere ersten 6 Kabel. So, wir brauchen jetzt hier einen normalen Generator. Dafür brauchen wir Batterien. Ich glaube, Batterien weiß ich noch. Zinn und Redstone. Kupfer haben wir noch. Gleich mal schauen für die Bedbox. Wir brauchen dann 3 Batterien. 3 Batterien. Und für den Generator brauchen wir eine. Eine, das heißt 4. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Und natürlich reicht das Zinn nicht. Wichtig ist ja erstmal der Generator. Gut, die Batterien hätten wir. 3 Refined Iron. Gut, das heißt also, Refined Iron ist das, glaube ich, bessere Eisenfieldbau. Ich sollte mir angewöhnen, die Rezepte zu merken. 2 hier und 3 hier. Oder Maschinenblock, das wäre wahrscheinlich billiger.